So, bei dieser Aufgabe haben wir jetzt AC-Symmetrieachse. Bei den anderen Aufgaben, hier habe ich es nochmal, hatten wir BD als Symmetrieachse. Bei BD-Symmetrieachse haben wir hier mit ABCD angefangen. Dann ist es natürlich jetzt ein bisschen komischer. Wir müssen jetzt quasi das hier zu einer Symmetrieachse machen. Aber unterm Strich machen wir da einfach einen kleinen Trick. Wir nehmen einfach den Punkt A hier unten anstelle von B und schon ist hier die Symmetrieachse. Dann schaut es wieder genauso aus und es entsteht definitiv das gleiche kongruente Drachenviereck. Das ist eigentlich der ganze Trick. Wir müssen immer schauen, dass die Symmetrieachse einfach hier dran ist. Dann tun wir uns am leichtesten, das Ganze zu konstruieren. Das wird anders nicht viel, wird anders genauso richtig, aber man tut sich etwas schwerer von der Vorstellung. Gut, als erster steht jetzt die Seite B dran. Also habe ich hier mal die verschiedenen Größen angegeben und dann die Seite B gezeichnet. So, wenn ich jetzt die Seite B mache, dann kann ich jetzt ja eigentlich nur noch einen Kreis um C machen mit dem Radius E. Aber sonst habe ich ja da nichts mehr zum Antragen, weil der Winkel, der entscheidet sich ja erst hier unten. Also wenn ich hier bei B und C bin, bin ich in der Sackgasse, weil ich nur noch den E antragen kann. Ich könnte theoretisch noch das hier antragen, die Seite C, aber das bringt mir auch nicht viel weiter, weil ich hiervon überhaupt nichts gegeben habe. Deswegen muss ich das anders machen. Ich muss auf jeden Fall mit einer anderen Strecke beginnen. Nämlich mit der Seite AC. Da ist nämlich viel leichter. Den Winkel da unten, den brauche ich zwar nicht komplett, aber den da brauche ich. Und da ich weiß, dass es hier eine Symmetrieachse ist, und der gesamte 110 Grad hat, muss der da 55 und der da 55 Grad haben. Und diese Winkelmaße kann ich hier antragen. Ja? Das ist die Symmetrie, die wir hier verwenden müssen. Wir dürfen nicht, natürlich nicht den ganzen Winkel mit 110 Grad darüber, das funktioniert überhaupt nicht, aber wir müssen den eben durch zwei teilen, weil die Symmetrieachse diesen Winkel Alpha in zwei Teile teilt. Gut, dann haben wir jetzt hier die Verbindung, hier liegen meine Punkte B und ich habe es jetzt gleich in die andere Richtung auch gezeichnet, weil das ist ja dementsprechend symmetrisch. Hier liegen meine Punkte D. Und jetzt ist es leichter. Jetzt kann ich mir hier um Punkt C die Seite B zeichnen, also einen Kreis, der das Ganze schneidet hier. Dann habe ich den Punkt B. Das gleiche gilt natürlich auch für hier drüben, da wir auch hier eine Symmetrie haben, weil B und C gleich ist. Und somit habe ich das Drachenviereck konstruiert. Das war's. Das muss man berücksichtigen, wenn die Symmetrieachse sich ändert.